Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Mein Name ist Floma und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, und wir sind kurz davor, von Deponia zu verschwinden, auf nach Elysium. Haben hier hinten, sieht man es noch, da unsere Verkleidung, unsere Cletus-Verkleidung abgelegt, sind an diesen blöden Amtmann vorbeigekommen und wollen jetzt die Backup-Datasette bei Goal einsetzen. Goal? Aber wo ist sie hin? Goal! Sabalot, sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Das hätten sie erwähnt. Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Ich muss mal ganz kurz die... Upsa. Das ist schon wieder so laut. Die Soundlautstärke runtersetzen. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Sehr schön. Weiter spielen. Besser jetzt, ja? Ist immer noch so laut hier, die Zuckerwattemaschine, ne? Das geht nicht. Alles ein bisschen leiser hier. So. Weiter spielen. Ja, besser. So, Goal. Wo ist Goal? Was ist mit ihr passiert? Mist, ey. Ist sie jetzt abgehauen? Komm, wir gucken mal da raus, ob sie da ist. Nee, hier ist er auch nicht. Scheiße. Kann sie denn sein? Mein Kämpferkodex verbietet mir unnötiges Blutvergießen. Ich tue den Organons mal den Gefallen und gehe ihnen aus dem Weg. Ah, na super. Ich habe ja gedacht, dass, ja. Wir setzen die Datasette ein und das war's. Ist natürlich Phosphorlach. Was ist hier passiert? Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Okay, aha. Gucken wir mal. Wir haben da hier so ein leuchtendes Dingens. Kannst du hier aufladen? Sicher ist sicher. Nee, sehe ich auch nichts. Ich dachte, wir können jetzt hier irgendwie Spuren suchen. Mit der Zuckerwatte. Sie schimmert leicht im Dunkeln. Nee, nicht essen. Och nö. Fange ich jetzt an zu leuchten? Nee, tue ich nicht, ne? Och. Mist. Worauf steht denn die jetzt? Die steht doch auf Phosphor, ne? Ja. Einmal Zuckerwatte, bitte. Ja, komm. Die Maschine hat... Und keine Ahnung. Ich glaube, man... Ja. Habe ich natürlich wieder vergessen. So. Phosphor-Zuckerwatte. Schnell mal aufladen hier an den Lampen. Super. Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Ach, ich hab doch eine Taschenlampe, bin ich blöd, ey. Guck mal jetzt. Yeah. Aha, eine Spur. Goal wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus eilt zur Rettung. Das hätte ich mir auch denken können, ne? Gut, bloß gut, dass ich drauf komme, dass ich hier eine Taschenlampe hab. Okay, jetzt hier wieder drauf leuchten. Pfiuh. Das sieht schlimm aus. Das sieht schlimm aus. So, nochmal weiter leuchten. Pfiuh. Das ist... Ich war da doch schon. Da war nix. Naja, gut. Leuchten wir aber weiter. Vielleicht geht's jetzt... Ah! Soundstück, jetzt können wir da was machen.
Die Spur verschwindet hinter diesem Zaun. Dann gehen wir da mal hin und gucken, ob ich das öffnen kann. Sehr schön. Da kamen wir doch aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft raus, nicht wahr? Nadelhaufen, so haben wir da das eine Heu-Dings im Nadelhaufen. Ein Haufen dreckiger Spritzenkanülen. Wer wirft denn sowas weg? Das kommt fast rein. Tja, freie Auswahl. Au, die nicht. Au, ah. Ha, die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Weil auch nur du, Rufus. Auch nur du, Strohhalm. Wir haben jetzt also einen Strohhalm. Sehr schön. Nochmal. Au. Komm, nochmal rein. Au. Nochmal. Au. Ah. Und nochmal. Au. Schade. Okay. Was haben wir hier? Ach, Phosphorspuren. Ah ja, jetzt können wir hier mal weiterleuchten. Auf die Phosphorspuren. Da. Na, na. Wie, das war's jetzt? Sicher ist sicher. Ja, genau. Kann man das Gitter aufkriegen? Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Ich mag das bezweifeln. Mit dem Haken vielleicht? Okay. Das ist ja nun die gleiche Kraft, die ich brauche eigentlich, um das aufzumachen. Und nur um aufzuhalten wäre das vielleicht ganz hilfreich. Na gut. Boah, cool. Oh. Boah, ein echter Wal. Ich habe mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte recht. Der Platz reichte nur für mich. Der Wal sieht hungrig aus. Können wir ihm vielleicht Calzone geben? Das ist ein Avialflansch. Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Aber so leicht wird man mich nicht los. Ich bin wie Herpes. In cool. Ich muss zwar durch, aber aufräumen? Das muss anders gehen. Okay, also ich glaube, ich weiß, wie wir es lösen können. Wir hängen hier oder Fisch. Warte mal, Fisch. Komm, Fischi. Kann schon die Kalzone holen. Das sieht sie anscheinend gar nicht. Komm, Fischi. Er sieht sie anscheinend gar nicht. Okay, ich denke mal mit der Calzone, oder? Hier mit dem Leuchten. Komm, Fischi. Phosphor. Ist wohl auf Diät. Okay, dann gehe ich nochmal schnell hoch. Zum Turm. Hier zur Eingangshalle. Komm, schnell hoch. Hier rein und Quatsch, erstmal umstellen auf Kaltzone. Jetzt auf steht er auf geschmacklos. Ich möchte aber auf Kaltzone. Jetzt steht er auf Kaltzone. Guck mal, das ist eigentlich mischen. Hier steht, bei nicht verzehrt Zuckerwatte bitte ordnungsgemäß entsorgen. Ah, drunter ist ein Zwinkersmiley. Und ich dachte schon. Schnell. Sie schimmert leicht. Ja. Und Calzone. Sehr schön. Jetzt wieder runter. Immer diese Laufwege. Hinten rum. Weil ich glaube, wir müssen hier da die Calzone oder irgendwas dranhängen, was der Walfisch isst. Und dann knallt er hier dagegen, gegen das Fenster. Und dann geht der Müllhaufen kaputt. Fällt in sich zusammen. So. Mal gucken. Komm, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Komm, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Mist. Das Auge muss wohl heute auswärts essen. Okay. Ich dachte,
Sardelle am Spieß. Phosphorspur. Können wir den hier irgendwie größer machen? Rein mit euch! Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Und, ist jetzt denn die anders? Nee, ne? So. Krass, die Zuckerwatte ist einfach implodiert. Okay, die ist jetzt einfach weg. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Genial. Endlich werde ich diesen widerlichen Geschmack los. Oh nee. Okay. Neue Mission. Okay, das ist es auch nicht. Irgendwie müssen wir den dazu kriegen, dagegen zu hauen. Zu Taschenlampe. Ach, wir anleuchten? Nee, ich glaube nicht. Vielleicht mag er normale Zuckerwatte. Jetzt steht er. Auf Phosphor, genau. Und jetzt schmeckt er auf geschmacklos. Jetzt steht er auf. Maschine? Komm. Halt ihn doch einfach da rein. Na gut. So. Oder mit dem Strohhalm vielleicht? Keine Chance. Ich werde. Okay, Stock. Komm. Normale Zuckerwatte. Oder haben wir die schon verbraucht? Sardellenautomat. Ich hab noch. Ach, schade. Das mit den Lampen habe ich natürlich auch noch nicht kapiert. Ach, kommt bestimmt was noch. Was, wenn ich quer. Ach, was, noch. Wenn ich Quersummen bilde? Von denn? Einmal Zuckerwatte. Die Maschine. Und keine Ahnung. Ich glaube. So. Runter. Also irgendwie müssen wir am Walfisch. Das ist ja schon mal klar. Und ich, also da, wir kommen dann wahrscheinlich da oben raus. Da rein und dann oben raus. Hier müssen wir rein. Das Auge muss. Hier, Fischi, Fischi. Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Mist. Komm, Fisch. Puh, er sieht sie. Das ist ein Avialflansch. So, er sieht mich auch so gut genug. Zumindest schaut er direkt in meine Richtung. Wie eine Katze, die sich zum Sprung bereit macht. Ich mag Katzen. Katzen mögen doch auch Fisch. Gut, auf ein neues. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Die Watte müsste schon im Dunkeln leuchten, um hier was zu sehen. Aber das Einzige, was sie kann, ist nach nichts schmecken. Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles nach einem unfehlbaren. Hey, wo ist mein Eimer? Der Eimer ist weg. Kann man das irgendwie. Komm, Fischi. Mist. Ich hätte tatsächlich schon wieder Hunger. Ist ruhig. Ist ruhig. Komisch. Mein Unterbewusstsein schläft doch sonst um diese Uhrzeit. Da ist doch was faul. Verdammt. Er hat uns durchschaut. Schnell weg hier. Also das will er nicht nochmal essen. Aber die Zuckerwatte bestimmt. Vielleicht ist er dann sauer. Guck mal, wir essen die Zuckerwatte. Man schmeckt nicht mal den Zucker. Mist. Ein Rambock wäre mir lieber. Zum Angeln bräuchte ich erstmal einen Köder. Das ist mir schon klar. Und dann nimmt man eigentlich einen Fisch. Ach. Kacke.
Das steht schon wieder auf dem Schlauch. Hier ist der Haufen für die Nadel. Der Haufen für den Rest ist, naja, überall anders. Echt Mist. Es muss doch eine Lösung geben. Hier, kannst du das ausdrücken, den Tümpel einfach? Ja, das wäre super krass. Und der Strohhalm würde einen prima Schnorchel abgeben. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Mist. Taschenlampe? Das strahlt schon genug. Kann ich vielleicht hier reinleuchten? Das strahlt schon genug. Oder hier den Fisch reinhalten? Rein mit euch. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Das hat also nichts gebracht. Stock. Ich habe es nicht nötig, in kleinen Gewässern zu fischen. Meine alten Stiefel sind noch vollkommen in Ordnung. Keine Chance. Ich werde... Ich sollte vorsichtig... Wer weiß? Ja. Ach, Mist. Mist. Also, kann man denn nur so auf dem Schlauch stehen? Noch ein Kaugummi? Hallo? Ist wohl nichts mehr drin. Schade. Warte mal, ich habe noch eine Idee. Jetzt steht er auf Kalk. Ja. Jetzt steht er auf. Phosphor. Hier, da jetzt mal. Hier ist es hell genug. Ach, Mist. Mist. Okay. Das war mit der Zuckerwatte. Die Phosphorzuckerwatte haben wir ja schon im Einsatz gehabt. Also die dürfte eigentlich keine Rolle mehr spielen. Eigentlich kann jetzt hier nur noch die Calzone sein. Jetzt steht er auf geschmacklos. Ja. Komm nochmal auf Calzone. Jetzt. Quatsch. Hier, ein Strohhalm mal. Keine Schichtwerk. Geht wirklich nur am Zuckerwattenstock. Guck mal, die hier erleuchtet. Die Watte müsste schon im Dunkeln, aber das Einzige, was sie kann. Keine Schichtwerk. Leuchten genau auf die Zuckerwattemaschine. Das kann kein Zufall sein. Es sind alles Primzahlen. Es ändert sich ja hier auch nichts, ne? Außer da. 3-1. Ändert sich da woanders was irgendwo? Das hatte ich auch schon mal geguckt, ne? Oh, jetzt kann ich da hingehen? Mein Kämpfer, ich tu den... Achso. Mein Kämpfer, ich tu den... Ich gerade sagen. Eben ging das noch nicht. So, wenn ich das da reinstecke, dann verschwindet das einfach. Die Fische verschwinden nicht, die fangen aber auch nicht an zu leuchten. Da drauf leuchten, das hat auch nicht funktioniert. Das strahlt schon. Weil das strahlt schon genug. Ja, komm. Das wäre aber so lange. Ganz schön tief und hell. Könnte am Kernreaktor da unten liegen. Ein Haufen dreckiger. Wer wirft denn? Ich bin echt ein bisschen überfragt. Versucht mit dem Stock den Fisch runterzukriegen? Nee. Hallo Wal. Irgendwie muss ich den zum Beben bringen. Die zweite Datasette bleibt vorerst besser mein Geheimnis. Da oben. Das ist ein Weichenritzel.
Kormfisch. Puh. Er sieht sie anscheinend gar nicht. Kormfisch. Puh. Okay, dann. Er sieht sie anscheinend gar nicht. Da muss ich einfach mal nachgucken. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich gerade überhaupt keine Ahnung. Ich hätte auch letztens nicht aufhören sollen zu spielen. Ich habe wieder eine längere Pause gemacht. Und da komme ich aber nicht drauf. Das ist Mist. Dann bin ich immer so raus. Ich spare mir. Ja. Komm mal nirgendwo hier ran. Ich spare mir. Ja. Ja, ja. Ich guck mal kurz nach. Vielleicht finde ich ja irgendwo Hilfe. Dann vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Loma. Tschüss.